Hallöchen und herzlich willkommen zum Star Wars Montag, meine lieben Star Wars Verrückten. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Multipack von der Serie Force Attacks, The Movie Card Collection, Serie 4. Ich habe schon ausgepackt fürs Vorschaubild, das wisst ihr ja, dass ich das immer so mache. So, Transporter der ersten Ordnung, das ist hier heute die limitierte Auflage. Mal gucken, ob ich die hier vernünftig abbekomme. Das ist natürlich immer super scheiße gemacht. Okay, das geht diesmal mit dem Kleber, ohne dass die Karte kaputt geht. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. So, diesmal war es ganz okay. So, Transporter der ersten Ordnung. Limitierte Auflage. Das ist hier, so sehen sie aus, die limitierten Auflagen aus der aktuellen Star Wars Serie. Ja, und ich finde sie mega geil. Natürlich auch, weil es Motive aus dem ganz neuen Star Wars Film gibt. So, also limitierte Auflage. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Booster. Das Ganze für 4,99 €. Ja, also 5 Booster kosten ja sonst auch 5 Euro. Hier hat man eine limitierte Auflage schon mit dabei. Deswegen, ja, sind die Multipacks ein wenig beliebter, als wenn man nur 5 Booster öffnet. So, und hier seht ihr es. Macht man gleich alles kaputt hier. Und der Kleber ist hier auch ein bisschen aggressiver bei den Boostern. So, zur Seite damit. Und dann haben wir sie hier. 5 Booster. Ah, jawohl. Bald kann schon das nächste erste Mappen-Update folgen. Ich habe aber noch gar keins gemacht. So, hier kleben jetzt überall noch Klebereste dran. Das wird mir oder soll mir jetzt egal sein. Ich fange einfach mal mit dem ersten Booster an. So, auch hier, doch, Strichcodes sind drauf. Keine Strichcodes sind immer bei den Boostern drauf, die bei den Zeitungen dabei sind. So, und dann mal schauen. Hier haben wir erstmal, wow, Spielregeln. Auch immer ganz nett. Vor allem auch wieder ein total geiles Design dieser Star Wars Serie. Und dann haben wir hier 5 Kärtchen. Geht los mit Romba von den Ewoks. Dann habe ich hier einen Schneesoldat. Das ist auch, ja, ich würde nicht sagen neuer Charakter, aber auf jeden Fall eine Figur aus Episode 7. Lando Calrissian, den kennen wir aus Episode 5, ganz genau. 5? 5 und 6? 5 und 6, ne? Genau. Und dann gibt es hier B-Flügelsternenjäger, ein Schiff aus Episode 7. Nee, Quatsch. Hier im Hintergrund sieht man ja, würde ich jetzt sagen, den Todesstern. Deswegen würde ich dann doch eher eine der Episoden 4, 5 oder 6 nehmen. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, in welcher Episode dieses Schiff zu sehen ist. Wie gesagt, wenn das hier im Hintergrund der Todesstern sein soll. Uiuiui, bin ich gerade überfragt. Und hier haben wir einen aus Episode 7, Strike Force Storm, ein Sturmtruppler. Klontruppler gibt es ja nicht mehr. Und hier im Hintergrund sieht man dann halt das Zeichen der New Order oder First Order. First Order heißt es ja. Die neue, erste, dunkle Macht. The First Order oder die, ja. Also im Englischen die First Order, im Deutschen hieß es die erste Ordnung. Genau, so hieß es im Film. Wobei ich finde, First Order klingt dann doch irgendwie nochmal ein bisschen bedrohlicher als die erste Ordnung. Naja. So, die nächsten 5 Karten, da haben wir Land Speeder mit Luke Skywalker. Das muss Episode 4 sein, wenn ich mich richtig entsinne. Imperiale astromechanischer Droide. Und hier eine Power-Bonus-Karte, Sturmtruppe. Also die Karten sehen schon mega geil aus. R2-D2 aus jedem Film. Und General Rickon müsste Episode 4 sein, würde ich jetzt mal so vermuten, dass der da noch Befehlsgewalt beim Imperium hatte. So, der nächste Booster, Booster Nummer 3. Man erkennt ja auch schon wieder, es gibt verschiedene Booster-Motive. Das heißt, ich werde verschiedene Booster in meine Sammlung packen. So. Dann kommt hier als nächstes General Hooks. Kommt auch in Episode 8 wieder vor. Soll zumindest so sein. Laut Fanfiction ist er nicht gestorben in Episode 7. Genauso wie, wie hieß er jetzt? Kylo Ren ist ja auch nicht gestorben in Episode 7. General Fierce. Ich glaube auch Episode 4. Imperator Palpatine. Ja, im Prinzip in den, ja, Imperator ist er ja erst in Episode 4, 5 und 6. Vorher ist er Kanzler. Naja, Imperator ist er auch schon in Episode 3. Also könnte Episode 3 sein hier. Schwer zu sagen.
aus welcher Episode das Foto ist. Anhand des Umhangs würde ich eher sagen, es ist sowas wie Episode 4, 5 oder 6. So, T16 Skyhopper. Auch hier würde ich jetzt mal aufgrund der roten Symbolik darauf hindeuten, dass es zur First Order Episode 7 gehört. So, Salacious B. Crump von Jabba the Hutt, Episode 6 sind diese Viecher lachend zu hören. Booster Nummer 4. So, was kommt denn hier? Uiuiui, wieder Spielregeln. Das heißt ja oft, dass eine Powerkarte enthalten ist. Mal schauen, welche es ist. Es geht hier erstmal los mit einem Strikeforce Puzzle, einem X-Ring. Dann General Jan Dodonna. An den habe ich überhaupt keine Erinnerung, kann mich überhaupt nicht dran erinnern, aus welcher Episode der jetzt sein soll. So, Millennium Falke, die Power-Bonus-Karte. Ja, auch der Millennium Falke in Episode 7 wieder dabei. Auch geil, wie er in Szene gesetzt wurde, recht am Anfang, wo sie damit vom Planeten fliegen das erste Mal. Total geil. TIE Fighter oder TIE Fighter. Und dann nochmal Muftak, Episode 5. Luke Skywalker wird von einem Yeti-ähnlichen Wesen angegriffen. So, Episode 5, nein, Booster Nummer 5. nicht die nächste Episode kommt jetzt, sondern der nächste Booster. Und auch hier sind wieder, oder ist zumindest eine Powerkarte dabei, denn wir haben hier Spielregeln. So, fangen wir los. Ist ja auch mal wieder ein geiles Deutsch heute. Fangen wir an. Groß Moff Tarkin. Würde ich jetzt sagen Episode 5, aber falls ich falsch liege, dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Rey, Episode 7. Ja, Rey, Powerkarte, Powerbonus. Ja, gibt gar keine Force-Meister diesmal in der Serie, ist das richtig? Keine Force-Meister? Gibt Powerbonus-Karten. Naja, Rey, das wäre quasi eine Star-Karte. So, dann geht's weiter mit einem, ja, mit zwei X-Wing-Fightern. Hark, Seth. Weiß ich auch nicht, welche Episode das gewesen ist. Und General Leia Organa, Episode 7. Ja, von einem wird sie immer noch Prinzessin genannt. Und das ist natürlich Han Solo. Ansonsten nennt jeder sie General oder General in Episode 7. Ja, ich finde es gut, dass sie wieder dabei ist. Genauso wie der Original Han Solo. Super geil in Szene gesetzt. Viele meinen zwar, Prinzessin Leia, alles doof, die ist so alt geworden. Ja, aber so ist das halt mit der Zeit. Man wird alt und älter. Naja, ich hoffe, dass euch dieses Video heute wieder gefallen hat. Wenn ja, lasst mal euren Daumen da und wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Hier kommt die Filmklappe. Ich sag wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.